Ja, ein herzliches Servus wieder an alle, die eingeschaltet haben. Ja, mein Name ist King Krümus, für alle, die mich noch nicht kennen. Und heute ist es so, dass wir ein kleines Infovideo für euch habe, und zwar zur Hobbit-Diskussionsrunde, was ja schon versteckt nachgefragt wurde, da es ja jetzt dann wirklich soweit ist. Der letzte Film der Hobbit-Trilogie kommt ja ins Kino am 10. Dezember. Und es wird bestimmt, ja, ein Meilenstern werden, da es der letzte, ja, zumindest von Peter Jackson produzierte Mittelerde-Film sein wird, und da uns dann sozusagen diese Reise, die eigentlich schon vor 10 Jahren begonnen hat, nun dann jetzt wirklich zu Ende geht. Aber ich will mal kurz sagen, genau, Hobbit-Diskussionsrunde, warum mache ich das? Also, das ist als 500-Abonnenten-Special für meinen Kanal gedacht. Da an diesem Punkt nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle meine Abonnenten, an alle meine Leute, die meine Videos geliked haben, an alle meine Leute, die Kommentare unter meine Videos schreiben, positiv wie negativ, das ist mir total egal, die mich auf Fehler hinweisen, die ich vielleicht in Videos sage. Das ist wirklich toll, dass ihr euch da ja so dran beteiligt, und ich hätte nicht gedacht, dass das, ja, das Thema Mittelerde und Spiele und generell einfach so auf eine große, ja, auf so großes Interesse stößt. An dem Punkt Dankeschön, vielen herzlichen Dank. So, nun, die Hobbit-Diskussionsrunde ist sozusagen als Special gedacht und, wie gesagt, anlässlich der des bevorstehenden Ende der Mittelerde-Saga. Und über was wollen wir denn diskutieren? Über was hätte ich denn gedacht, dass wir diskutieren? Also ich, meiner Meinung nach, würde gerne über Folgendes diskutieren, und zwar über den ersten Punkt. Zum einmal, ich weiß, ein bisschen oberflächlich jetzt natürlich, der Hobbit als Film, der Hobbit als Buch. Wie findet ihr es? Findet ihr es gut umgesetzt? Findet ihr es schlecht umgesetzt? Sagt ihr, ja, das hätte man weglassen können. Nee, das finde ich gut, dass es da ist. Was haltet ihr von der Dreiteilung der Filme? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Das könnt ihr, darüber würde ich gerne diskutieren. Dann, das zweite Punkt, also als Richtlinie, mal so einen generellen Vergleich zu Herr der Ringe und den Hobbit-Film. Da auch wieder so die Punkte, ja, was fandet ihr in Herr der Ringe besser? Was vielleicht sogar schlechter? Was findet ihr bei den Hobbit-Filmen dafür richtig gelungen? Oder was findet ihr unter alle, ja, was geht gar nicht in euren Augen? Also ich glaube, da kann man wirklich tolle Sachen auch mit reinbringen. Und dann zum Schluss einfach nochmal ein bisschen über den dritten Film vielleicht ein bisschen sich austauschen. Was denkt ihr, was passieren wird? Was für Handlungen könnten vorkommen? Da man ja das Problem hat, dass ja noch wirklich gar nicht so viel zum dritten Film bekannt ist. Und da man sich ja noch ein bisschen dann sozusagen noch, ja, locker austauschen kann darüber. Und als ganz, 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 ganz großen Schlusspunkt vielleicht mal ein kleiner Ausblick von jedem der Teilnehmer. Wie ihr denn denkt, ob da noch in den nächsten Jahren Mittelerde-Filme kommen werden. Oder ob ihr denkt, dass das Thema Mittelerde jetzt erstmal für die nächsten 3000 Jahre gefühlt vom Tisch ist. Nein, so lange wird es wahrscheinlich nicht werden, aber ihr wisst, was ich meine. Richtig, so. Und dann fragen sich jetzt natürlich viele, oh, das klingt ja ganz gut, will ich mitmachen, wie macht man denn mit? Ist eigentlich ganz einfach, und zwar schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, so viele Leute werden das, glaube ich, jetzt, also ich werde, keine Angst, ich werde alle Kommentare durchschauen, aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, hey, King Krümus, oder hey, ich will mitmachen, ich würde gerne mitmachen. Dann könnt ihr Folgendes reinschreiben, also was ihr reinschreiben müsst, was ich schon erwarte von euch, und zwar, dass ihr kurz euren Wissensstand reinschreibt über Mittelerde, das heißt, was habt ihr gelesen, also Silmarillion, Herr der Ringe, Hobbit, vielleicht auch Nachrichten, andere Sachen von Tolkien, also klar, da könnt ihr das kurz aufziehen, aber mir reicht eigentlich Silmarillion, Herr der Ringe und Hobbit, wenn ihr das kurz erwähnt, diese anderen Sachen, die setze ich jetzt gar nicht voraus, also das müsst ihr nicht machen. Was ihr davon gelesen habt und dann natürlich auch kurz, welche Filme ihr gesehen habt, also ob ihr die Herr der Ringe Filme alle gesehen habt, ob ihr die Hobbit Filme alle gesehen habt, also natürlich bis auf den dritten Teil, und die, und das wäre natürlich, ja, das könnt ihr rein, das müsst ihr rein, das könnt ihr nicht reinschreiben, das sollt ihr reinschreiben in die Kommentare, damit ich da weiß, über was für ein Wissensstand, mit was für Leuten ich es da vom Wissen her zu tun habe, damit ich da eine schöne Mischung einfach hinkriege. Das wäre mir eigentlich ganz am Herzen gelegen. Vor allem mit den Filmen, vielleicht solltet ihr da die schon gesehen haben, da wir ja diesen Filmvergleich ziehen wollen zwischen Herr der Ringe und Hobbit. Und das wäre schon gut. Und an alle, die Filme noch nicht gesehen haben, schaut sie euch an, wenn ihr auf Fantasy steht. Eine der besten Fantasy-Reihen, ich will ja nicht Trilogie sagen, ist eigentlich dann eine Hexalogie dann später, aber schaut sie euch an, es sind tolle Filme, kann man sich schön mal reinziehen. So, ich schweife aber schon wieder ab. Was sollt ihr da noch reinschweifen, um Gottes Willen, was sollt ihr noch reinschreiben? Und zwar solltet ihr dann, könnt, müsst ihr nicht, also die sind jetzt optional, ich will eigentlich nur euren Wissensstand haben, optional könnt ihr reinschreiben, wie alt ihr seid, das fände ich auch ganz cool zu wissen, und
Optional könnt ihr auch reinschreiben, ob ihr selber YouTuber seid. Denn wenn ihr selber YouTuber seid, sage ich, das ist schon, das wäre schon ganz cool, weil dann könnten wir, ja, dann könnte ich euch verlinken oder könntet ihr auch das Video auf eurem Kanal hochladen, teilen und dann könnten wir da so wieder so ein kleines Netzwerk aufbauen. Das wäre auf jeden Fall ganz nett. So. Ich muss, ja genau, ach so, wie viele Leute sollen es denn überhaupt werden? Genau, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den hätte ich vielleicht ganz am Anfang nennen sollen. Also ich bin dafür, dass wir mit mir eingeschlossen 4 Leute sind, also ich werde noch 3 andere auswählen, da es meiner Meinung nach sonst einfach sehr lang wird und ich meine, man kann schon viel über die einzelnen Punkte sagen, finde ich, und ich sag, 4 Leute sind eigentlich eine ideale, ja, sind eigentlich eine ganz ideale Zahl so für so eine kleine lockere Runde, wo man sich einfach wunderbar austauschen kann. So, ich glaube, das war's auch eigentlich auch schon. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn ich etwas vergessen habe, dann schreibt's noch in die Kommentare. Nähere Informationen, ach ja genau, wie erfahrt ihr denn dann, ob ihr dabei seid? Entschuldigung. Und zwar werde ich euch einfach dann, ich werde mir in den Kommentaren dann die Leute raussuchen, werde die dann persönlich anschreiben und die kriegen dann alles weitere mitgeteilt. Noch ein letzter Punkt, dann bin ich wirklich fertig, was ihr auch haben sollt. Und zwar solltet ihr ein funktionierendes Headset haben, das wäre super, damit man euch einfach auch gut im Ton und, ja, damit die Tonqualität einigermaßen stimmt. Muss jetzt kein 300-Euro-Headset sein, um Gottes Willen, ich benutze ja selber kein krass teures. Aber, dass man euch einfach eure Stimme gut hört und das wäre sehr nett, genau. Aber jetzt bin ich wirklich fertig, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit wieder, viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt es in die Kommentare. Bis dann, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer King Krimlos. Ciao.